Oh, da haben wir ein kleines Suchspiel vorbereitet. Wo ist der Waller? Wollen wir ihn direkt mal suchen? Schwierig. Nee, das ist er nicht. Nee. Nee, das ist. Ist er, vielleicht nee, das ist er ja gar nirgendwo und das ist der Riesengag. Verstehst du? Ja. Wir müssen nur da suchen, wo wir gerade sind. Guck mal hier rechts, der mit dem Einrad. Da hier. Zwei Rad. Ich nehme den hier. Ist das der Waller im Rucksack? Ist das der Waller im Rucksack? Ich muss nochmal kicken. Ich muss nochmal gucken. Um, lass, ich glaube, ich habe ihn. Wo? Da ist er doch! Oh! Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Halte die Sendung an. Nur um das Ganze zu illustrieren, was gerade passiert ist. Habt ihr gerade einen Intro-Song gehört, den hören wir natürlich auch und dann freuen wir uns immer und tanzen dazu. Und bei diesem Tanz, es wurde etwas wilder. Es wurde etwas feuriger. Eigentlich gehen wir darauf nicht ein. Und nee, das möchten wir nicht, das wird aus gutem Grund nicht gezeigt. Innerhalb dieses Tanzes waren schwingende Armbewegungen Teil der Choreografie, die leider unsere. Na, ich glaube, das Problem war, du kennst ja den Song. Und da macht Florentin Will eigentlich fast immer. Ja, weil es einfach Spaß macht. Weil es einfach toll ist, ist es für mich auch eine Freude. Und durch diese Erschütterung ist leider unsere kleine Bananenente abgestürzt, die wir letzte Woche bekommen haben. Und es kam, wie es kommen musste. Ihr ahnt es vielleicht schon. Geht's grundsätzlich. Was habt ihr getan? Hier geht's. Ja, du bist leider abgestürzt. Und ihr alle kennt, die Bananenente ist nahezu unbesiegbar, doch sie hat eine Schwachstelle. Der Fuß ist ab. Was ist mit meinem Fuß? So, das gibt jetzt aber eine saftige Amazon-Rezension, mein Lieber. Da wird jetzt was in die Kommentarspalte gedonnert, dass es sich gewaschen hat hier von wegen. I only dropped it once from my table and it cracked down. Also mittlerweile wundert mich das nicht mehr für die Leute, die es nicht geguckt haben. Da gab es einige kaputte dieser Exemplare auf Amazon in den Reviews und wir können das jetzt auch bestätigen. Geht schnell kaputt. Ja, geht sehr schnell kaputt und jetzt leider auch nicht mehr stehfähig. Also wir müssen gucken. Doch, dafür hatte ich ja noch so ein paar andere Standbeine, die Schale. Ja, das stimmt. Die Schale. Würde ich dir übrigens auch empfehlen. Guck mal, so haben wir es dann nochmal. Könnt ihr nochmal ran? Da ist er doch. Du hast ja gestern mit meinen Chefs geredet, werde ich gefeuert. Werde ich gefeuert? Du, das. Nee, sag doch mal. Hab ich leider versprochen, dass ich dir das nicht. Ah, ist er doch! Guck mal! He will survive! So, da ist er doch! Losgehen. Niemand kriegt den Verflixte Klicks. Ich bin der große König. Ich weiß nicht, wo der Waller ist, aber ich weiß, wo meine Kronen sind. Und du weißt, was Verflixte Klicks ist. Mhm. Ich weiß, was Verflixte Klicks ist. Aber die Zuschauer wissen es vielleicht nicht. Ja. Deswegen hier ein kleines Erklärvideo. Das haben wir doch jetzt. Ja. Das haben wir doch jetzt. Das haben wir aber. Nee, da gibt es jetzt keine Ausrede mehr hier. Hier klar, die Regie wieder. Scheiße, was ist das? Hier, Clark, Werbespot, Boden, abonnieren, fuck, wo ist er? Hier ist er, bitteschön. Nee, so machen wir das nicht. Da macht sich nicht ein Zuschauer die Mühe, hier für uns in Kleinstarbeit dieses Erklärmatz zu schneiden und die wird dann hier einfach STRG-ALT-DELETE oder was? Guck mal jetzt. So gehen wir mit Zuschauer-Einsendungen um. Nein. Guck mal, jetzt hast du gerade gesehen, da gab es einen Zoom auf dich, ne? Das müsste ja Jörg gemacht haben als Bildmischer und der müsste ja jetzt eigentlich gerade wild durch die Liste suchen. Eigentlich hast du gar keine Zeit haben für solche Zooms. Nee. Also, kurze Erklärung, was ist Verflixte Klicks, ihr seht es. Okay. Naja, wir reichen das nach. Wir schicken einen WeTransfer-Link in die Kommentarspalte. Dann könnt ihr euch das privat noch mal zu Gemüte führen. Ich glaube, man kommt rein, wenn man es mal sieht. Ja. Aber ganz kurz, weil du das jetzt so übermoderiert, wegmoderiert hast. Ich führe schon noch ein bisschen, oder? Ich führe schon noch ein paar Krönchen. Ja, ich muss sagen, du hattest eine Phase, wo du stark vom Weg abgekommen bist. Ja. Jetzt muss ich sagen, bist du wieder fest im Sattel. Relativ ausgeglichen. Ne? Mal gewinnst du, mal gewinne ich. Und jetzt werde ich tatsächlich zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht mehr wie lange, wir schon keinen direkten Treffer mehr hatten. Du hast Lust, ich habe es gemerkt, ich bin hier reingekommen und du hattest direkt Lust, so, heute ist es, ja, ich hab auch noch mal richtig trainiert und noch vier verschiedene Zahlen genannt. Du bist ja, aber dann haben wir uns 5 Minuten unterhalten, jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust mehr gehabt, aber jetzt, wo diese Bananenente kaputt gegangen ist, habe ich wieder richtig Motivation bekommen. Ja, let's go. Profi. Du bist Profi. Also, wir schauen uns zufällig generierte YouTube-Videos an und versuchen zu erraten, wie viele Klicks sie haben. Nein. Talk to me in rain sounds. Oh okay, relax.
Brexit. Also, ich glaube, der große Bereich ASMR, den wir ja schon weitestgehend abgeklappert haben, aber es gibt immer wieder neue Äste, neue Teilbereiche. Und das ist jetzt eine Form von ASMR, ein Spannungsvideo mit einer... Aber das wird, da kommt noch ein Gag, oder? Nee, das ist, glaube ich, eine gefakte Konversation. Das ist, einerseits kriegst du Regen, andererseits, wenn du niemanden hast, mit dem du dich unterhalten kannst, kannst du dich mit diesem Video unterhalten. It's my first video, it's mein erstes Video. Ja, ich kann nicht so gut malen, aber es entspannt mich schon ein bisschen. Eigentlich nur Florentin. Zero. Dann Florentin will Pommes Ruppel Ed. Hi Blali. Die Lochis ganz gern mal. Ich mag diese Murmel-Olympiade. Oh, das ist ganz schön. Warcraft 3 und sonst nichts außer Warcraft 3. Warcraft Teenager. Der Kartoffelsalat-Junge. Klavier und die Panflöte. Die spielt in Waller. Schau mal, und so kann man sich doch wirklich den ganzen toll. Nachmittag. Das ist ein Kreuzverhör. Was, ja. Where were you? Das wäre auch, wenn es überleitet. Where were you? 10 o'clock on the 5th of May. Talk to me and rain sounds. Ja, interessante Art von. Guck mal, selbst nach so. Die Kombination auch. Was gibt's noch? Talk to me and sound of a dying elephant. Ja, aber das ist auch gut. Schau mal, nach so vielen Videos, die wir gesehen haben, sehen wir immer noch neue immer noch Formate, neue Konzepte. Ja, ja. Und hier kann man sich mit dem unterhalten. Wir haben auch ein QOTD im Hintergrund. Das ist ein Quote of the Day, glaube ich. Welches ist es? Das, ja. Ask me questions in the comments. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Thanks for watching this video. Es ist auch so, für Leute, die Smalltalk mögen, aber keine tieferen Konversationen, denn das Video geht 1,38. Ja, es ist eine merkwürdige Länge. Du hast am Tag Lust auf 1,38 Relaxing und Unterhaltung. Mehr brauchst du nicht. Das ist eine merkwürdige Länge. Also für ASMR ist es viel zu kurz. Regensound und so will man gerne im Hintergrund anhaben. Aber für so ein knackiges Gespräch, da ist es, wenn man... Ach, ich glaube, kein Sprache lernen. Kann auch sein. Aber dann dafür sind die Pausen sehr kurz. Ja, ja. Fragen. Also wenn das ein Kanal ist, der englische Sprache beibringt, und dann bringt er solche Videos so Konversationen. Aber dann würde das im Titel doch irgendwie stehen, oder? Aber ich glaube tatsächlich auch, dass keine Unterhaltung, die länger als 1,38 geht, sinnvoll ist. Nee. Wir haben uns innerhalb von 1,38 alles erzählt. Ich war ehrlich gesagt nach 1,10 schon gelangweilt von dir ein bisschen, muss ich sagen. Dann hast du dich 28 Sekunden lang richtig durchgekämpft? Ich habe mich noch durchgebissen, ja. Und deswegen glaube ich, die besten Gespräche sind die kürzesten. Ja, ich glaube nicht, dass das ein erfolgreiches Format hat, aber diese Stimme impliziert ja, dass es noch andere Videos auf dem Kanal gibt. Ne? So, doch, das hat ein ganz erfolgreiches Format. What do you like to watch? Das ist ein total erfolgreiches Format. Du, 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 du. Oh, das ist ja ein Finger. Jetzt kann ich ja gar nicht sagen, dass ich das nicht war. Du, 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 glaubst, du, du, du. Kommst damit vor Gericht durch, oder was? Ich hatte den Finger nicht. Kein Beweis, dass ich ihn geschlagen habe. Du, 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 du. Das ist ein Greenscreen. Ey, das ist ja... Machst du gerade einen juristischen Freikarte bekommen? Was ist mit Christian Solmecke, Partner und Rechtsanwalt bei der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger Solmecke? Stark! Ist das ein Angriff Stark. Auf die... Der würde mich verteidigen bis aufs Leib. Das weiß es nicht. Doch. Guck mal, es tut dir weh und keiner sieht warum. Ja, das stimmt. Ich wirke wie ein Schwächling. Ja. Als würde ich gegen die Luft verlieren. Ich glaube, ich sehe stärker aus, wenn ich nur einen Arm habe. 210 Videos. Oder? Ich sehe super stark aus. 210 Videos hat dieser Kanal. Aha. Das ist meine Antwort. Und pro Video, wie viel Klicks? Das möchte ich nicht Schnitt? Sagen. Wie viel Schnitt? Nö, Schimmel der keine Fisch? Antwort. Schimmel der Fisch. Hier sind die Schimmelfische. Hier sind die Schimmelfische. Ich finde nach wie vor unser bester Song, den wir bisher gemacht haben, die Schimmelbrüder. Finde ich persönlich. Ja, ich glaube, wir sind bei 120. Ach, 120 ist so ein Dummkopfsatz. 120. Ja, jetzt mehr oder weniger. Ja. Question. Oder mal vielleicht eine eigene Schätzung sich ausdenken. Dr. May. Dr. Me. Tja, also folgendes. You're talking to me? Es ist natürlich darauf angelegt, besonders viele Taxi-Driver. Are you talking to me? Are you talking to me? There's no one else here, so you gotta be talking to me? Are you talking to me? There's nobody else in the room. There's nobody else in your room? Are you talking to me? Ich habe eine popkulturelle Referenz verstanden. Das ist nicht mega stark. Stark. Ein Zitat. Ey, du bist so gut. Aber du hast auch echt toll gespielt, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, ja.
Wer hat das nochmal gespielt, der Schauspieler? Hast du Lust? Robert De Niro. Von, also da ist da jemand in den Flug. Martin, also ich glaube, Scorsese. Popkultur, Lars ist der liebste Lars. Vor zwei Tagen hätte ich die Anspielung nicht verstanden, tatsächlich. Ja? Mhm. Okay. Jetzt, nimm erstmal einen Schluck, das war jetzt eine Leistung. Jetzt erhol dich erstmal. Also, komm mal runter. Das finde ich richtig schade. Das war die erste popkulturelle Referenz, die ich verstanden habe. Toll. Deswegen sage ich auch, dass das Video 48 Klicks hat. Okay, 48 Klicks. Ja. Das ist ein gutes Recht. Ob es gut eingesetzt ist, werden wir gleich sehen. 48 zu 120. Ein Punkt wird verteilt, mindestens. Come on, baby. Zünde mein Feuer an. Come on, baby, talk to me. Oh, yes, 64. Ja, okay, gut. Gut gemacht. Stark. Nächstes Video. Oh, ein sehr berühmtes Spiel aus dem asiatischen Bereich. Die haben sogar diese krassen Tische, wo die dann so runterfahren und gemischt werden und ist so. Ist das Go? Nee, das ist nicht Go. Das ist, ist das nicht Mahjong? Mahjong? Ist es Mahjong? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Kann sein. Aber diese Tische sind abgefahren. Das gibt es so ganz viel so in so Rentnerclubs in Asien. Gibt es ja viele alte Leute. Hm. Das schüttest du dann rein in den Tisch und dann kommt es gemischt wieder hoch, oder was? Ich glaube ja. Du hast dann so Felder, wo das wie so ein Billardtisch so runterfällt. Aber ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ich weiß nur, dass das dann so hochgefahren wird, aber das sind auf jeden Fall krasse Spiele. Wie viel kostet denn so ein Kartenmischgerät? Kann doch nicht so viel Geld kosten, oder? Wieso hat das, also es gab ja diesen großen Pokerboom, wo sich jeder einen Pokertisch und einen Koffer und sowas gekauft. Wieso hat sich keiner diese Mischdinger gekauft? Das ist doch das Coolste. Aber du willst doch nicht zeigen. Nein, es ist immer irgendein blöder Dealer, muss das dann machen. Da war das eine halbe Stunde. Nee, das ist doch das Coolste. Weil der Florentin Will so ein Typ ist, der dann, oh, ach du Scheiße, oh, sorry. Nein, wir sind jetzt schon mit dem Bild nach oben, können wir es trotzdem verwenden? Ja, klar. Ich habe während des Pokerbooms meine gesamte Zeit darauf verwendet, einmal diesen Chips-Trick zu machen. Ja, den habe ich auch. So die links, rechts ineinander geht und mischen lernen. Vom Poker hatte ich keine Ahnung. Ich saß da und dachte mir, was, warum, König ist doch gut und so, aber währenddessen konnte ich immer die nicht zwei mal Dealer, Runden, die Dealer machen bin. Bei uns, wenn wir hier wieder mal pokern auf dem Sender? Ja, würde ich gerne mal. Ich kann es halt, kennst du die Dealer halt auch? Nicht gut? Ja, grob. Je größer die Karte, desto so stärker, glaube ich. Okay, wir müssen erraten, wie viel Klicks es hat. Wenn die glitzern, sind die gut. Das ist sehr kurz. Wir haben im Titel wieder so ein Image-Ding, ne? IMG 0004 ist vielleicht von privaten Gebrauch hochgeladen worden. Wir sind hier bei Schlage und Schlage, Schlage und Schlage, Schlage und Schlage. 11 Klicks. Mehr nicht, mehr nicht, weniger nicht. Ah. Könnte sogar auch ein Mahjong-Betrügerring sein, ne? Dass man eine Kamera aufstellt hinter dem Gegner, um die Hand zu filmen. Ah. Und dann muss der andere auf YouTube hochgehen. Das gucken, ja, der Komplize. Ist ja auch eine interessante Welt, ne? So Karten zählen und betrügen im Casino. So. Das ist eine schöne, spannende Welt, mit der ich nichts zu tun habe. Nee. Gar nicht. Aber du würdest schon. Welche Betrügerei würdest du denn machen? Zu riskant. Vielleicht mit mir so ein Ponzi-Scheme, so ein Oh ja, das würde ich machen. Dann so wir wirklich beide? In der Firma rumlaufen und so. Und auch könnt ihr Geld verdienen und sowas. Oder so ein Crypto-Pump-and-Dump so irgendwie. Dann das könnte ich mir gut vorstellen. Oder glaubst du, wenn wir so ein, so nicht Boss-Transformation, aber so ein Motivations-Coach-Video-Programm rausbringen? Ja, ja, ja. Glaubst du, das würde sich Wollen verkaufen? Sie auch so erfolgreich werden wie Lars-Erik Paulsen? Ja. Nein, dann machen Sie das. Du bist das Negativbeispiel. Genau. Sie wollen auf gar keinen Fall so werden wie Lars. Ja. Dann gehen Sie ins Florentin-Camp. Ja. Und das dann einfach, da überlegen wir nochmal über. Das Logo ist dann dein Gesicht mit so einem großen Kreuz drüber. Nee. Alles nur nicht das. 11 ist eine verflixt gute Schätzung. Ich weiß es doch. Du bist einer der stärksten Schätzer des Landes. Ich weiß es doch mittlerweile. Ja. da bin ich bei 30. 30 ist Da bin ich bei 30. Also ich gebe dir echt recht, die 11 war eine gute Schätzung, aber ich muss dir widersprechen, bei der 30, das ist eine schlechte Schätzung. Das sehen wir jetzt, bitteschön. Ja, das hat so 2 oder was, ganz wenig. Mhm. Aber Mahjong ist sehr beliebt in der ganzen Welt. Von daher. Oh! Alalalala. Und diese erfolgreiche Anweg, hä? Nein? Nee. Schon mal eine unsichtbare Ohrfeige bekommen. Irgendwas hat mich erwischt gerade. Mm. Oh, wir sehen schöne Musik, hoffe ich. Ich sag dir eine Marke und du sagst mir den Slogan. Okay. Melita. Mach Kaffee zum Genuss. Kölle zu. Rein da, rein da. Schau dir den Bär an. Okay, es ist weniger Musikvideo als einfach eine Brust. Schau dir den Bär an. Kaffee in Rache. Hey, Lindström, Bälle, Knappen.
Porta Porta Tembrötchenen. Schwedisch oder Japanisch? Sprache. Kommst du dich besuchen eigentlich? Zettelbäckerdröppeten. Was könnte das heißen? Steck die Schublade rein. Ja. Was heißt das? Dropkick. Mach einen Dropkick, wenn es nicht funktioniert. Ja. Bisher ist alles richtig. Und was heißt? Ah, guck mal, afkalken, auch röngerön. Also entkalken oder röntgen. Minita Caffeo Solo. Gut, es ist tatsächlich so, ich habe zu Hause eine Kaffeemaschine und die muss man ja entkalken alle paar. Bist du bei mir? Ich muss kurz was gucken. Ach so. Ja, das ist an der Klavier. Oh. Wie kamst du jetzt drauf letztendlich? Diese eifrigen, fleißigen Hände. Das waren so Rocket Beans Hände. Und das sieht mir alles sehr deutsch aus, muss ich sagen. Dieses Abflussding, dann habe ich auf die Steckdosen geguckt. Ich weiß nicht, welche Steckdosen man in Skandinavien hat. Habe ich exakt heute nachgeguckt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die genauso aussehen wie in Deutschland? Ähnlich zumindest. Ja, guck mal hier, die Steckdosen. Und das ist... Ja, das ist doch kein Wort. Mit drei Gs. Begrüppen. Das hatte ich mir nämlich auch, dass du da jeden Schwachsinn reinschreiben kannst. Ah, shit. Und weißt du was noch? Guck dir mal diese Hände an. Ja. Diese eifrigen Klickhände, diese Like-Hände. Weißt du, was noch ein Problem ist? In der Schrift, wir haben einmal den Kreis über dem O und aber auch die Umlaute Ö. Oten. Und das gibt's eigentlich nicht. Ich kenn euch doch, Leute. Ich kenn euch doch gut. Glaubt ihr, nach all den Jahren kenne ich euch nicht? Ich kenne euch. Kennst du weiß, die? Weiß, wer ihr seid. Kennst du die alle? Ja, dementsprechend sage ich, es hat wenige Klicks und sage, wir sind hier bei. Oh, du hast gerade 11 gesagt. Ist aber ein Adapter für den russischen Brei. Ich sage, wir sind hier bei 12. Quattro! Also, was wollte ich eigentlich vorhin noch erzählen mit meiner Kaffeemaschine? Es war offensichtlich sehr interessant, dass ich es jetzt noch weiß. Irgendwas mit Entkalken. Ach ja, ich wollte nur sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich die Maschine entkalke, muss ich nochmal das YouTube-Video anschauen. Ja? Ich schaue mir jedes Mal das YouTube-Video an. Dadurch hat es viele Klicks. Mhm, das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Also ich schaue das jetzt. Also, ganz kurz, das ist eine gute Idee für ein Undercover-Video. Ja, weil es hat einen Inhalt, man macht was, es ist naheliegend, warum man das macht. Ich mag diesen Flair mit diesem Nonsens-Skandinavisch, das finde ich gut. Ja. Also wart ab, ne? Vielleicht ist es auch ganz normales Skandinavisch. Ja, kann auch sein. Aber ich glaube nicht mit dem Ö und dem O. Vor allem, allein die Tatsache, dass es 8 Minuten lang ist, mit locker 30 Texttafeln. Ja, das ist ein bisschen lang für eine Reinigung. Rengering. Na gut, ich hoffe einfach trotzdem, dass es nicht das Undercover-Video ist. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal drunter gehen, aber das ist doch auch nicht schön. Ich finde, Melissa wird da nicht viel verkauft, glaube ich, in den Gefielen. Deswegen sind wir bei 96 Klicks. Das finde ich dann echt. Das ist völlig Quatsch, oder? Es gibt kein Wort. Aber ich meine, sowas wie Finnisch oder so, ist das nicht eine sehr berüchtigt schwere Sprache, dass sie so ganz. Es ist schwer, aber das wäre mir aufgefallen, wenn das Finnisch ist. Nee. Der hat 3 Gs hintereinander in einem Wort. Das gibt's doch nicht. 96 zu 12, einer liegt richtig, der andere ist traurig. Bitteschön. Ist vielleicht doch eine normale Sprache. Oder glaube ich, müssen wir jetzt uns richtig entschuldigen bei den. Und ich möchte mich auch nochmal entschuldigen für die komplett Skandinavien. Sorry. Ich würde mich gerne für den Steuerbetrug entschuldigen, den ich gerade begehe. Ja, finde ich schade. Sorry. Ja. Und das wird später vor Gericht zeigen. Genau. Du hast es eigentlich schon gestanden, schon längst. Ja. Du bist so klug auch. Ich habe gestanden und ich habe mich schon entschuldigt. Das ist ja ganz wichtig. Windows XP. Oh Mann, in der erklärten Programme ist auch so ein neues Genre. Ne? Das geht gerade richtig durch die Decke. Ja, die App-Setup start ho gaya. Iske baad aap ye dekhe. Achso, wie man eine App einreicht in den Google Play Store.
Und wie hörst du da jetzt genau den englischen Akzent raus? Ich bin da sehr interessiert, einfach als Geo. Indisch? Ja, also es ist jetzt pakistanisch oder indisch. Das ach so, nee, das werfe ich alles in einen Topf. Ach so, alles rein. Ja, das hau ich alles. Sprachlich? Sprachlich wird das alles durchgemischt. Das ist mir egal. Was wird das hier eigentlich erklärt? Wie man eine App in den Google Play Store einreicht. Warum sollte ich das tun? Weil du damit Geld verdienen möchtest mit deiner Abzock-App. Wie viel Geld kann ich damit verdienen? Holy Koran. Der Name der App ist Heiliger Koran. Ja, kann sein. Eine gute Koran-App braucht eigentlich jeder auf dem Handy. Ja. Ja, ich meine, 2021 Step-by-Step for earning. Im Titel heißt es auch schon for earning. Also um zu earnen. Du willst einfach von Anfang Geld an earnen. Einfach. Ja, kommt auch in unsere Gruppe. In unser Life-Changing-Programm. Wir rufen den an, der hat ein kleines Feature, ein Kapitel kriegt er in unserem Programm. Wir brauchen solche Leute. Ja. Wenn ihr noch so Leute kennt, die sowas machen, schickt sie zu uns. Guck mal, hier steht, wie viele Leute das installiert haben, die App, oder was? Leute. Also der hat echt erfolgreiche Apps, muss man sagen. Ja. Health Needs zum Beispiel, eine Person. Information Hub. Crazy Phishing, null. Ah, App Rejected. Ah, okay, interessiert momentan noch nicht so viele. Aber Information Hub ist richtig. Health Needs. Und der will uns sagen, wie man Geld macht, ja? Was hat er denn verdient? 13 Cent? Ja, guck mal, das ist auch erst seit einem Jahr online. Also da darfst du jetzt auch nicht viel zu viel erwarten. Ich finde auch gar, wieso wird eine App rejected? Weil sie ist schon zu crazy. Guck mal, die ist viel zu crazy. Crazy Phishing? Ich meine, Phishing wäre okay, aber crazy ist einfach. Fish Hunting. Also, Florentin will, jetzt sei doch einfach mal ein bisschen netter. Was mir fehlt bei diesem Tutorial ist. Klick. Ah, du willst diese Wellen, wenn man klickt. Die will ich. Ja, die sind super. Super, ja. Dann so dieser Zoom-Kreis um den Cursor die ganze Zeit. Ja, ja, du hast recht. Und ich will vor allem auch nicht eine Dreiviertelstunde reingucken, um zu wissen, wie man eine App hochlädt. Ja, guter Play Store. Das kann man doch bitte in unter einer Dreiviertelstunde machen. Aber nicht in Englisch, ne? Also da gibt's andere, bessere Tutorials. Die Frage ist, also in anderen Sprachen würdest du es dir wünschen? Würde ich es mir gerne angucken. Das sind jetzt alles Hinweise. Was ist in der Sprache, würde dich am meisten interessieren dann? Swahili? Oh, irgendwie so Rubanisch oder sowas. Ja. Wo du mal in Richtung Ruba bist und dann sagst, oh, Rubanisch hat einen ganz herrlichen Klang. Ja. Aber die Rubanesen sind halt alle. Ja, absteigen das, ne? Schade. Ich sage, Leute, Ladies and Gentlemen, es ist. Ein Video mit. Ganz normal vier. Hat das was damit zu tun, dass du vorne liegst? 9 Klicks. Die 9! Nee. Da bin ich bei 29. Also, du sagst, seine Videos werden immerhin besser geklickt als seine Apps. Das kann auch durchaus sein. Aber ich bezweifle's. 9 zu 29. Und die Auflösung kommt sodann. Gut, du hast einen Punkt. 1800. Nicht schlecht. Nichts ergibt Sinn in diesem. Aber wenn ihr euch mittlerweile fragt, was ist eigentlich verflixte Klicks, das ist die Antwort. Krass, dass sie das nachgeliefert hat. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt geht's weiter mit der Green Witch Tarot. Wir sind im Bereich des. Es gibt also Wörter mit 3 Gs hintereinander? Nö, ist noch nicht gesagt. Ist noch nicht gesagt. Demonic Angel. Hello everybody and welcome. Servus. To Hello. My very first tarot. Much like the Wheel of Fortune. Ist das Hearthstone eigentlich? Nee, das ist Tarot. Also ist doch das gleiche, oder? Es ist quasi das gleiche. Der sich mit wem sich einmal auskennt, also, kennt sich auch mit dem anderen aus. Different facets of life. Manchmal sage ich solche Sachen, ne? Jetzt schreiben die Leute wieder, und dann schreiben die es da wirklich, und dann habe ich aber vergessen, dass ich das gesagt habe, und dann lese ich das so, und dann lese ich so, was glaubst du eigentlich, wer du bist, und denk, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Dabei habe ich das quasi instruiert, dass sie das schreiben sollen. Oh, ich habe doch komplett die Kontrolle über mein Leben verloren. That's really the start of this, Naja. Also diese Tarot, aber ich glaube. Soll ich dir mal die Karten legen? Ja, bitte. Und zwar haben wir hier einmal die Fischkarte. Ist das ein gutes?
Okay, was bedeutet das? Ja, das heißt, dass ich zwei Punktzahl bekomme. Okay, aber was heißt das für mich? Ist das ja, überhaupt positiv nix. Oder schlecht? Nee, ich bin Betrüger. Also ich habe überhaupt gar nichts mit Tarot zu tun. Ach so. Ich bin hierher gekommen, einfach nur, weil ich die Fischkarte zücken wollte. Und jetzt gehen Sie bitte wieder. Okay, können Sie mir voraussagen, wie mein Liebesleben... Überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe mich dafür überhaupt nicht ausgebildet. Gut, danke, dann Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Jetzt will ich aber mal was hören, Laso. Zweifache Punktzahl für die Tarot-Fischkarte. Greenwich Tarot. Ich glaube, dass man durchaus da eine große Kundschaft erreichen kann. Natürlich auf YouTube. Da gibt es alle möglichen Verschwörungstheorien. Ich glaube, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Sie zeigt am Anfang neun Karten. Man muss selber für sich eine Karte auswählen, links oben. Und dann geht sie nacheinander durch, was es war und sagt dir dann, was deine Karte bedeutet. So glaube ich. Macht das nicht Wirt auch hier immer? Hat Wirt nicht auch so ein Tarot-Kartenformat? Nee, der macht Handlesen. Ja, okay. Der macht nur komplett Handlesen. Da müssen Leute Bilder von ihrer Hand schicken, liest er das und sagt, eieieiei. Handleser brauchen wir auch noch bei uns im Programm. Ey, wir haben wirklich das beste Team von Betrügern, das es gibt. Okay, Tarot. September Pick a Card. Es geht um die doppelte Punktzahl. Warum habe ich es eigentlich gezückt? Ich weiß nicht genau. Ich will nach vorne preschen. Greenwich Tarot, ist es eine erfolgreiche Tarot-Kartenleserin oder nicht? Das ist die große Frage. Ich sage ja, aber Tarot-Kartenleser sind nicht so erfolgreich auf YouTube. Wir sind bei 130 Klicks. Ist nur eine Schätzung. Ist nur eine Schätzung. Ich glaube, die Konkurrenz ist krass. Was es da alles gibt von Astro TV und professionellen Betrügern mit diesem ganzen Esoterik-Tarot-Kram. Das hat sich bestimmt auch auf YouTube gefunden. Klar, du hast nicht die Rentner, die Geldsackrentner. Hast du nicht auf YouTube so krass, aber ich glaube, das etabliert sich gerade auch. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach von dem Production Value ist es niedrig. Deswegen sage ich hier eher 49. Ich bin in Kontakt mit den Engeln und die sagen mir, 49 Klicks hat dieses Video. Und deswegen projiziere ich das jetzt in die Zukunft. Tatsächlich habe ich doch eine Antwort für dich, und zwar die Fischkarte. Wenn du die gezückt hast, und die habe ich ja quasi für dich gezückt, dann bedeutet das, dass du nie wieder einen Punkt kriegst. Tatsächlich in dieser Folge. Das heißt, du wirst ab heute zumindest für diese Folge keinen Punkt mehr bekommen. Wer von uns ist der Scharlatan und wer ist wirklich in Kontakt mit höheren Kräften? Wir sehen die Auflösung jetzt. Jetzt! Oh, ich hab Fischkartenfluch, es ist der Fischkartenfluch, der wurde dir gelegt. Fluch! Fischkarte hat gelogen. Schimmel, Fischkarte. Ein guter Ratschlag hier in diesem Video, der sagt, don't be afraid of Dracula. Dracula. Weil es ihn nicht gibt, oder eine andere Begründung? Wieso bist du denn bei Minute 11 jetzt? Anscheinend hat Johanna da schon mal reingelunzt und hat sich hier in 11 Minuten feinste Unterhaltung. Die hat sich das nicht nehmen lassen. Der hat gesagt, nee, das schau ich mir mal an. Weil vielleicht hatte Johanna... Oh ja, da würde ich aber auch reingucken. Okay. Gut. Ist doch Spaß, also ist bestimmt lustig gleich. Achtung. Okay, das sind sehr junge Kinder. Ist das eine Kissenschlacht? Ist das eine Profession? Oh, oi, oi, oi. Das war semi-professionell. Ab diesem Punkt zu stellen, sondern nur die Eltern, die sich das dann angucken müssen, maximal zu quälen. Und jetzt überlegen. Und hat's geklappt? Wie kam, ja, also geklappt. Vor allem, da gab es dann eine Szene in der Hölle. Und dann gab es dann, die erste Szene war in so einem Schloss. Und dann die erste Szene in der Hölle. Und dann kam der Junge, der sich um das Bühnenbild gekümmert hat. Und der hat dann gesagt, na, für die Hölle lege ich dann Krepppapier auf den Boden über die gesamte Bühne. Und der hatte dann so kleine DIN A5 Zettel Krepppapier. Und hat gesagt, ja, das können ja dann alle Kinder gleichzeitig machen. Und der hat gesagt, nein! Nein,
ich bin fürs Bühnenbild verantwortlich, ich mach das alleine. So dass die erste Szene kam und danach kam wirklich ungelogen 9 Minuten lang dieser Junge, der die gesamte Bühne ausgelegt hat mit orange, roten und gelben Kreppzetteln. Ewig lang gedauert. Kam Musik oder so? Nichts, nee, gar nichts. Nee. Was hast du als Regisseur? Alle saßen, habe ich zugelassen, weil mit dem Kind konnte man auch nicht reden, der wollte das so machen. Dann kam diese Szene in der Hölle, 40 Sekunden. Und dann kam er wieder und hat die alle wieder eingesammelt. 9 Minuten, genau. Das war grandios. Und die Eltern sind toll. Der Blick bei den Eltern beim zweiten Mal, dass sie wirklich so... Ey, aber im übertragenen Sinne ist sowas schon stark, weil das ist die Hölle. Es soll ja die Hölle darstellen. Genau, ja. Die Eltern sind ja wirklich dann in der Hölle gewesen. Ja, ganz toll. Es ist wirklich ein performatives Theaterstück. Du bist wirklich ein Genie als Regisseur. Wie hieß das Theaterstück damals? Oh, das weiß ich gar nicht. Irgendwie die Prinzessin und der Teufel oder irgendwie sowas in der Richtung. Mm-hmm. Ganz konfuse Story, aber es hat zumindest geendet irgendwann. Aber das ist ja nun wirklich schon also fortschrittlich. Das ist fortgeschritten, ja. Italienisch? Dobre Rano. Klingt so ein bisschen... Sind das Ranonesen? Rabona? Rabina? Rabonana? Ist das der Jigsaw da hinten? Ist der Jigsaw? Das ist ein Fliegeralarm gerade im Hintergrund. Es ist nicht Englisch. Jetzt sind es keine Kinder mehr? Oh, wie lange dauert diese Inszenierung, dass die alle erwachsen sind? Oh, die kommen wieder raus aus den Gräbern oder was? Spoiler! Die erste Reihe ist aber sehr nah an der Bühne. Ach ja, klar, Dracula muss natürlich die Toten erwecken, ist klar. Also kann ich schon verstehen. Warum hat Johanna dann sich nach 11 Minuten keinen Bock mehr gehabt? Was war der Punkt, wo Johanna gesagt hat, na, irgendwie... Ja, zweiter Akt, der Übergang in den zweiten Akt hat ihr nicht zugesagt. Pacing-Schwierigkeiten, Charakterentwicklung hinkt ein bisschen. Aber es wird nicht viel gesprochen, ne? Ach so, das ist gar nicht das Publikum. Wow, GG. Okay, sehr gut. 20 Minuten in der Kälte. Naja, gut. Aufgesetztes Lächeln da, weil die Kamera guckt. Okay. Ja. Story of my life. Ich sage, niemand der Leute, die da war, will sich das nochmal anschauen. Schüchtern, schüchtern, schüchtern. Stell dir vor, du schaffst es. Ist das dann früher noch? Schüchtern, schüchtern. Nee. Stell dir vor, du schaffst es, dich da rauszuwieseln. Irgendwie so, ja, der Robert hat morgen seine Aufführung, du kommst nicht. Und dann nimmt es jemand auf und du musst es dir zu Hause alleine am Laptop angucken, wo du extra versucht hast, rauszukommen aus dem Thema. Nochmal, sagt man dann. Und dann nochmal. 25, zweimal 25. Wollen wir das mal auf Rocket Beans zeigen? Komplett in voller Länge? Wir machen da ein Dings draus, ein Telekollektiv. Telespiel, ja, einfach. Oder ein Audioflick. Ich denke, also, das als Content ist einfach gut. Dann selbst so einer rein, der 3 Jahre nicht mehr zugeguckt hat, dachte sich, okay, wie hat sich Rocket Beans hat sich verbessert. Diese Senderumstellung, ja, experimentell, aber mal mutig. Mhm. Also, du hast gerade die Twitch-Karte gezogen, jetzt muss ich rankommen. Also, ich bin damals ausgestiegen, als Seriously auf dem Sender kam und jetzt komme ich wieder. 17 Klicks. 17 Klicks mehr gibst du dem nicht? Sorry. Na, ich glaube halt schon, dass es die ganze Gesellschaft da sich nochmal reingezogen hat. Ich glaube, die haben aktiv versucht, es nicht anzugucken. Re-Upload, sagst du? Doch, ich bin bei exakt, und ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt, 50 Klicks. Wahrscheinlich jede 20. Also auch so, dass es mit den Kindern anfängt und die Erwachsenen irgendwann sagen, ja, okay, wir übernehmen ab dann, wir machen dann die Marionetten und alles. Ja, zum Schluss wird es auch schon sehr anspruchsvoll. Das können keine Kinder mehr machen. Das sind vielleicht auch professionelle Puppenspieler und wir lachen die hier aus. Vielleicht. Meinst du, die Kinder waren auch Puppen oder was? Vielleicht sind es gar keine echten Kinder. Oh, jeez. Okay, vor der Sendung. Gut, ich bin sehr gespannt. Warm-up war das, glaube ich. 70. Ach nee, die spielen. Guck mal, die spielt Geige da hinten. Ah, ja. 50 zu 17. Auch das ist der Punktestand gleich. Komm, Achtung. Komm. Vorsicht. Let's go. Oi! Das haben sogar richtig viele Leute nochmal reingezogen. Stark, erfolgreiche Inszenierung. Oh, in Prag sehen wir hier. Aha, tschechisch. Trollfight, Harry Potter Part 10. Ein Harry Potter Let's Play. Oh. It's cornered Hermione in the girls' bathroom. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Okay. What's that smell? Das spielt Anton doch auch gerade. Let's collect all the beans. Es sieht ein bisschen aus wie Warcraft 3, oder? Musst du schon zugeben. Es ist sehr ähnlich, ja.
kam zu einer ähnlichen Zeit raus. Beides im Harry Potter-Universum. Universum, ja. Vorsichtig. Ja, aber also, ich frag mich, ob das so ein ganz altes Let's Play ist, weil es ist nur 8 Minuten lang und Part 10. Und ganz früher war es ja so, dass man immer nur 10 Minuten YouTube-Videos hochladen konnte. Aber das wird, wir reden hier von 2005 oder so. Ich weiß, der Typ sieht eher modern aus. Ja, das stimmt. Und die Kameraqualität ist auch zu gut für die Zeit, würde ich sagen. Und auch, dass er ein Mikro hat, das hat man damals nicht gemacht, so glaube ich. Nee, das stimmt. Okay. Well, we have 4 hat's dir gefallen? More cards left. That was fun. Ja? That was a lot quicker than cool. I thought. Sah nämlich nicht so aus, als hätte es Spaß gehabt. Ja, aber das ist der letzte Teil, deswegen ist er so kurz. And Quidditch. Das ist Part 10, ne? In second one as well, plus a bunch of Scooby-Doo. Simer, YouTube. Simer. Samer. The Silent Episode. Also danach kam noch Folge 11 als The Silent Episode. Weil dieses Mikro ausgefallen ist, oder was? Schwer. Schwer, diese Let's Plays. Ganz schwer. Vielleicht so auch, ja, wie du schon gesagt hast, die ersten Videos von einem jetzt bekannten Let's Player und so. Immer schwierig. War nicht in der Anfangszeit von Rocket Beans TV jedes dritte Video eine Silent Episode? Wie meinst du das? Hey. Hey. Da hast du doch noch gar nicht gelebt. Ja, jetzt funktioniert der Ton plötzlich, oder was? ich sage Folgendes. Nee, muss ich überhaupt anfangen? Nee, du musst anfangen. Das ist schön an der ganzen Nummer. Ja, das ist halt so dieses Ding, ne? Part 10 hat nicht mehr die Klicks von Part 1. Das wissen wir, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Part 1 hat schon wenig Klicks gehabt und das... Oh nein! Sag mal, wie viel hast du gerade getrunken? Einen kompletten Liter in einer Sekunde. Alter, du bist so krass. Weißt du, was so ich wirklich durstig, glaube? Der durstige, durstige Lars. Ja, Florentin, hör mal zu. Was ich wirklich glaube, ich bin Aquaman. Meinst du, dass du viel trinkst? Ja, ich trinke super viel. Das ist deine Superkraft? Naja. Dass du viel trinken musst? Ja, ich glaube, dass ich halt meine Fähigkeiten noch nicht kenne, aber dass ich viel trinken kann, ist ein eindeutiges Zeichen, dass ich Aquaman bin. Was passiert mit dem ganzen Wasser in dir? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Ich glaube, dass das zu irgendwas zusammenbraut sich. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden, was mit Lars passiert. Würdest du mir nicht zutrauen, dass ich ein Superheld bin? Du kannst sehr gut trinken, tatsächlich. Also ich kann auch tauchen und ich mag Aquarien. Ich bin Aquaman. Ja, als ich kennengelernt habe, war ich wirklich beeindruckt von deiner Trinkqualität und von der Trinkintensität. Schnell auch, ne? Sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel. Und teilweise auch wirklich eine ganze Flasche von dem spritzigen Mineralwasser. Ja, rein damit. Wo Leute wirklich nach 2 Schlücken absitzen müssen. Bei Lars wirklich rein, gell? Ja, das macht mir alles nichts aus und ich bin jetzt kein Superheld, oder was? 89 Klicks hat das Ganze. Ich sag, das hat 210. Ja, du bist ein Guter. Einer der Besten. Einer der Besten. Ich bin Aquaman. Lösung ist hier. Vielleicht bin ich immer zu niedrig. Was hast du gesagt? 89! Ich würde mal sagen, was meinen Punktestand angeht, Wingardium Leviosa. Oh, 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 schön rauf damit. Schön rauf damit. Weiter geht's. Oh! Ist das nicht ein super gefährlicher Spruch? Nein. Warte mal, Achtung. Ich glaube, wir können schon uns aufstellen. Es ist schwierig. Hand auf die Brust. Hi, ich bin Timur und herzlich willkommen zu Hairtime. Ist das Fliegen? No. Heute ist Thema nicht nur für Friseure. So, welches H-Wortspiel haben wir jetzt hier am Anfang? Wir gucken mal rein, denn Friseure können nicht 5 Sekunden reden, ohne ein H-Wortspiel zu machen. Wir hören rein. Timur und herzlich willkommen zu Hairtime. Good to know. Hairtime. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Hairtime. Unser heutiges Thema kann nicht nur für Friseure interessant sein, sondern auch für Azubis. Das ist wirklich kein Wortspiel, ne? Das ist kein Wort, kein Wortspiel. Wer hat das ausgehalten? Das ist Jan Böhmermann eigentlich. Ein bisschen ist ja, schon ein bisschen. In einem Beratungsgespräch. Frage. Können Sie mal ein gutes Shampoo empfehlen? So eine Frage hat einer oder andere bestimmt schon mal gehört. Ja. Und unsere liebe Kunden, also Endverbraucher, haben so eine B2B. Frage schon mehrmals B2B. An uns gestellt. Wir haben mal recherchiert. Das ist nicht für uns. Das ist für andere Hairdresser. Kurios. Das ist für andere Hairdesigner. 80% Kunden, diese Sendung ist B2B. Geht raus und rein. Au, Alter, Beine! Das ist zu weit. Das geht zu weit, ein Shampoo. Ich kann nur noch auf das Bild da hinten schauen jetzt leider. Können wir mal ranzoomen, bitte? Sowas eigentlich? Oder wie kann sowas überhaupt passieren? Frage zu erkennen. Nee. Also, Jörg sucht wahrscheinlich gerade noch das Erklärvideo für Flixi-Klicks. Zur Hilfe, bevor Conditioner oder Maske mit ihrer Hauptaufgabe starten können. Also, meinen Sie eigentlich damit... Moment mal, du meinst, der erklärt das anderen Friseuren in seinem Salon? Wie?
Dass er das an die Friseure in seinem Salon zeigt? Oder so, nee, generell da draußen B2B. Soll ich den nehmen? Nein, definitiv nicht. To be or not B2B. Das hat ja damals schon Shakespeare B2B gesagt. Und aber das ist ein Instagram-Video oder ein Mobile-Video, das dann nochmal hochgeladen wird? Das ist ein YouTube-Video, genau. Giesecke, Cosmetic International. Das sieht schon professionell aus. Eat. Also es ist jetzt nicht der Marc Gebauer der Haare. Aber er hat ein Mikro, oder? Frage. Ja. Können Sie mir mal ein gutes Shampoo empfehlen? So eine Frage hat einer oder andere bestimmt schon mal gehört. Und unsere liebe Kunden, also Endverbraucher, haben so eine Frage schon mehrmals. Nee, vielleicht meint er mit unsere liebe Kunden auch nur seinen Salon. Das war natürlich vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Vielleicht ist es doch B2C, sag ich dir ganz ehrlich. Aber was ist denn jetzt das beste Shampoo eigentlich? Oder sagt er einfach nur, ja, man muss gucken, ob man fettige Haare hat oder nicht? Schon mit einem guten Föhn ausgestattet ist. Oder eventuell Interesse daran hätte. Und genau darum, fühlst du deine Haare? Gut ist, nee. Wirst du als Friseur und Haarspezialist entscheiden dürfen. Allein das Shampoo ist natürlich ein guter Anfang. Ja, aber das kostet dann irgendwie 180 Euro. Jetzt fragt ihr bestimmt. Ja gut, ich muss mir sowieso nicht mehr allzu viele Gedanken über Haarshampoo machen. Und das ist auch keiner, auf den ich vertrauen würde, was Haarshampoo angeht, ganz ehrlich. Was ist, hast du eine Idee? Glaubst du's? Das kann halt wieder in alle Richtungen gehen. Nein. Ganze Sache. Das ist immer so ein bisschen Richtung. Dieses Ding, dass man nicht weiß, wie viele Klicks es hat. Aber kurze Frage noch für alle, Florentin. Bist du sicher, dass es ein deutsches Video ist? Ist das für dich jetzt wirklich sicher ein deutsches Video, ja? Ich höre mir gerne deine Argumentation dazu an. Ich bin da offen. Bitte. Für mich ist es eindeutig ein deutsches Video, ja. Für mich auch, dann ist das Thema okay, geklärt. Alles klar, dann können wir das jetzt auch lassen. Dann wunderbar. Das ja auch Thema vielen beenden. Dank. Dann können wir es begraben. Alles klar, dann müssen wir jetzt einfach nur noch schätzen. Ja, er freut uns aufs Spiel konzentrieren. Sehr gut. Wunderbar, freut mich. Das gute Shampoo. Super, gute wunderbar. Noch. Genauso gehört sich das. Genauso muss es sein. Ich bin bei sage und schreibe 67 Klicks. Gute Schätzung, kann man nichts sagen. Viel zu schlechte Schätzung, viel zu niedrig, höher. Ja, ich wäre höher gegangen tatsächlich, weil das ist durchaus professionell. Und ja, Friseure, klar, da hast du einerseits, du hast es schon angesprochen, die andere Friseure, die das interessiert, du hast Kunden, die das interessiert. Gerade auf YouTube ist dieses Beauty-Shampoo-Product-Placement-Gedöns sehr, sehr groß. Deswegen gehe ich hier ein bisschen höher. Aber ja, ein bisschen ist dein Stichwort wie immer. Na klar, das Bildformat ist nicht ideal. Ich gehe hier auf 211. Also. 211. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn es nicht im Hochkant gewesen wäre, hätte ich dem 1000 Klicks gegeben. Ja. Aber Hochkant, das macht mich ganz kirre, nervös. Ja. Deswegen glaube ich 67, du sagst 211. Es geht um ein deutsches Video, das heißt plus 2. Insgesamt 3 Punkte, die hier zu ergattern sind. Das stünde dann 6-4 für mich. Das kann ich nicht zulassen, deswegen steht es jetzt 7-3. Bitteschön. 67. Nein! Ja! Deutsches Video, für mich. Stark, ich kenne mich auch einfach aus mit Shampoo. Haare sind meine Welt. Deswegen kommt vorbei zu meinem neuen Studio, Halam. Denn da gibt's immer gute Haarprodukte. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein deutsches Video war. Oh, ich glaube, das ist ein Sketch. Banana Unboxing, sehr gut. Hey everybody, thanks for jumping back on my channel. Ja, gut doing so. Another unboxing video today, and I'm really, really excited wie so ein about this one. I've been waiting to crack one of these so, for a while, and I got myself this banana. So, komm, ich helfe dir ein bisschen, um in Stimmung zu kommen. So a little bit about it, you could get it in bunches, you could get them one at a time. I decided to just snag one video. But first impression, you know, ich hab's jetzt, ich hab mich jetzt wirklich selbst geschämt und das muss schon was sein. Ab 18 Folge, die vor dir schäme ich mich bei sowas, Florentin. Wenn da jetzt Andreas gesessen wäre, hätte ich das Ding in den Mund genommen, sag ich dir ganz ehrlich. Aber vor Florentin will ich das nicht machen. Jetzt zieh aus! I don't really know, I don't think I've ever seen anything like this before, but we're gonna kind of just take a look, crack it open and see what's going on inside. First thing when I pick it up, ja, gut gemacht. Also er hat sich schon Mühe gegeben, so diese klassischen Phrasen und die klassische Unboxing-Attitüde. So, let's just crack it open and see what's inside. Ich glaube, man könnte ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Das ist ein Gag, der, glaube ich, relativ schnell durch ist. Jetzt kommt hier wieder die Comedy-Polizei, Flo und Tindl. In seinem Erfolgsformat Gute Arbeit Originals. Ist das dann auch am Ende oder wie endet das Ganze? Ich kann diese Ente jetzt nicht mehr halten. Die ist zu schwer geworden. Ja, das ist wirklich. Die steht in Dubai, das sind 100 Kilo. Jetzt mach auf. Oh! Okay, das ist gut.
Super. Das ist für mich, geht ein bisschen in die Richtung Dings, ne? So unsatisfying, ja, genau. Nee, aber das ist genau richtig. Du musst die Erwartungen brechen. Dann war es vielleicht gut. Dann alles Lux an Wunder, ein bisschen, ne? Genau. Dann war es vielleicht gut. Liebe Grüße an alle. Den Aufbau so lang zu machen, damit die Erwartungshaltung ist. Weil jetzt wurdest du ja komplett geschockt, bist du ja eigentlich jetzt. Sag mal, wie lange haben wir denn noch? Ich müsste ja langsam mal die Karte zücken, ne? Wie lange haben wir denn noch? 15 Minuten. Okay, danke, Roboter Felix. It looks like bananas I've seen before. This one's a little bit damaged. I don't know if that happened from shipping or, you know, maybe stark, aber ehrlich gesagt, finde ich das doof. Ich mag das nicht. Finde ich schon gut. Ich finde ja, aber so ein Banane-Unbox ist, ja, ist nicht so, dass ich das nicht auch noch machen werde in Zukunft, aber irgendwie ist es ja auch schon tot mit diesem lustig, also Sachen ja, unboxen, aber die nicht man jeder Sketch. Ich mach das schon auch noch. Klar, natürlich mache ich das schon auch noch. Aber das snackt man mal so nebenbei weg, ist ein guter Gag irgendwie. Und ich finde, dadurch tatsächlich, dass er es so mit den Fingern aufgerissen hat, finde ich, ist das ein guter Twist auf ein erwartbares Format, finde ich gut gemacht. Und weißt du, was mich mittlerweile wirklich langweilt? Spaß. Ja? Ja. Du hast du keinen Bock mehr auf Spaß? Nee. Du hast zu viel Spaß gehabt in deinem Leben. Du warst ja ein reiner Spaßmensch früher, wirklich. Da ist man ich habe einmal Lars zu Hause besucht und wirklich, diese Wohnung war einfach eine reine Spaß. Da war die Dartscheibe, Billardtisch, Kegelbahn, dann irgendwie so ein Korb, wo man werfen konnte, dann einfach schon Jonglierbälle. Ja. Da wirklich, da gab es keine Küche, keine Toilette, kein Schlafzimmer, sondern wirklich alles. Ich erinnere mich komplett von Spaß. Ja, du hattest so ein Trampolin, so ein Pogo-Stick, wirklich, du konntest in keine Ecke gehen, ohne direkt Spaß zu haben, direkt in so einem Spaßnetz. Warst du vor dem Eimer? Nee, du warst da als Eimer schon. Als du reingekommen bist, gleich der Wassereimer auf dem Kopf. Ne? Ich hab so eine kleine Prankster-Ecke. Ja, und dann einfach ergibt dir die Hand und dann irgendwie Stromschlag und so. Zack, und dann alles rum und dann hat er so. Ja, und hattest du Spaß bei mir? Ich hatte eine Weile Spaß, bis ich den Geruch vernommen habe. Weil es war natürlich ein bisschen anstrengend. Ich hab ein, zwei Tote. Ohne Badezimmer. Und also deswegen kann ich verstehen, dass du überdrüssig bist. Was ist denn die nächste Phase? Was machst du jetzt nach Spaß? Also Spaß ist mir zu langweilig. Ich gehe jetzt voll auf Adrenalin. Ah, okay. Schock. Ja, ich baue jetzt bei mir zu Hause auch alles voller Adrenalinsachen auf. So eine kleine Bungee-Ecke, so ein Mini-Bungee-Seil, klar. Gibt nicht so viel Adrenalin. Was gibt's noch? Was kann man denn zu Hause? Russisch Roulette. Russisch Roulette. Kann man immer gut machen. Das ist natürlich nett. Hardcore, ja. Ein bisschen zu stark, finde ich. Ja, wenn man was braucht für nebenbei. Eine Kreissäge oder so, die man sich so ranziehen muss. Es gibt dann bei mir so eine kleine klassisches Ecke. Messer, Blut. So zack, zack, zack. Messer, genau. Und jede Menge Drogen. Ist doch gut, ich freue mich. Banane-Unboxing. Wer fängt an? Also, ich. Meiner Erfahrung nach ist Comedy auf YouTube eher unbeliebt. Und gerade dieses Sketch-Format ist eher abgelehnt, wird eher vehement abgelehnt, abgeschmettert von der YouTube-Community. Deswegen glaube ich, wir sind hier bei 320. Schreibt das aber bitte, in so einer Bananenform, die Zahl. Nee, nicht gerade. Könnt ihr das in so einer Bananenform schreiben, bitte? Na, ich finde die Kombination 320 ist das Bananigste, was man machen kann. Ja, können wir vielleicht ganz kurz das ändern, dass es so ein bisschen bananig ist, dass es nicht so ganz gerade ist? Ich finde, die 3 ist schon eine Banane. Die 2 ist eine Banane. Die 0 können wir das ganz kurz ändern? Nein, Florentin, wir sind bei 1600 Klicks. Was sagst du da, Lars? Kannst du bitte ganz kurz mal einfach irgendwas vor dein Gesicht nehmen, dass wir das nicht. Ja, so viel besser. Ich gebe euch ein bisschen Verschnaufpause. Oh, viel besser. Ich gebe euch eine Minute Verschnaufpause. Danke. So, ich mache das mal ohne dich weiter. Wir sind bei 1600, habe ich gesagt. 320 hat Wonka gesagt. Und jetzt lösen wir auf, was denn stimmt wohl? Wer ist denn näher dran? Oh. 335. Alter, heute liegt was wirklich in der Luft, muss ich echt sagen. Joe Stephanson. Da liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Da liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. It's a ticket to go see Westlife. Ah, geil. Uptown Girl. She's been living in a Uptown Girl. Where's she been bright on my nose? Uptown Girl. Oh, machst du die Choreo? Das ist nicht die Choreo. She's an uptown girl. We've been living in her downtown world. I know she's getting in a wow. Uptown girl.
wild, never let him run around. Haben wir wirklich keinen einzigen Close-Up, nicht mal. Also wirklich, ist ja, so aber schwer, haben wir nicht mehr als einen Satz drauf von diesem Song, den wir bestimmt 20.000 Mal gehört haben in der Jugend? Mein Problem ist, dass der Aufbau nicht groß genug ist. Ich glaube, bei solchen Videos wie, Oma kriegt die Nachricht, dass sie doch nicht tot ist oder irgendwie sowas, da willst du erst den Aufbau, ja, man kommt rein, hier ist der Umschlag und dann die Oma und dann, ach was, warum seid ihr hier? Und wir haben was für dich und so, oder dann, dass jemand schwanger ist oder so. Das geht viel zu schnell. Du hast nach 3 Sekunden schon den Payoff. Das ist zu schnell, aber ich finde, dass erfrischend ehrlich. Weil diese ganzen Videos, wo du schon weißt, natürlich weißt du, dass du jetzt mit der Kamera in den Raum läufst, hast du dem vorher Bescheid gesagt, dass du jetzt irgendwie dein Westlife-Ticket bekommst. Ich werde viel zu häufig verarscht mittlerweile. Und das nervt mich. Ich stehe auf Adrenalin, aber nicht auf Verarsche. Hier, Puberty und so die ganzen Dinge. Das ist doch alles gefaked. Guck mal, das ist echt. Hier, das ist ein echter Herzinfarkt, den wir gerade live mitbekommen. Ach, süß. Westlife. Gut, kann natürlich in der Westlife-Bubble groß geteilt worden sein. In Belfast. Ne? In Belfast. Nee, das schön. Ist nix, tut mir leid. Gefällt dir nicht? Nee. Doch, ich fand's ehrlich, authentisch und süß. Dieses Video könnte ohne weiteres 160.000 Klicks haben. Hat es auch. Wenn man es richtig aufbauen wird, aber so ist es nix. Doch, das hat gute Klicks. Und zwar, wer fängt denn an? Du und jetzt ich wieder. Doch, doch. Das hat schon seine. Ah, das hat schon welche, aber wie viele? Hat schon seine. Tatsächlich. Vor allem, ich glaube, es gibt, glaube ich, nur ein Ereignis, wozu du mir Karten geben könntest, wo ich mich richtig freuen würde. Wo ich mich richtig über Karten freuen würde. Und das ist, wenn mir jemand eine Fischkarte geben würde. Ja, aber. Macht aber niemand. Nee, eben. Keiner will mit dir auf den Fischkartenfluch. Da musst du jetzt natürlich anfangen. Ja, da fange ich jetzt an. Und wie gesagt, ich glaube, das hat schon Klicks, aber nicht allzu viele. Und wir sind hier bei 1888. 1888. 1888. 1888. 1888. Florentin? 1888. 1888. Da ist er wieder. 1888. Ich bin schon echt vermisst. 1888. Warte, ich bin doch hier. Ich sitze doch hier. Du kannst da nicht vorbei. Wo ich eins fast. Guck mal, ich kann hier fast so ein. Als ob die Sendung kaputt wäre. Nie gegeben nicht ganz, hätte. Weil alles schwarz ist. Oh, das wäre so schön, wenn es dich nie gegeben hätte im Leben. Dann hätte ich so viel mehr Spaß. Aber dann wäre mir jetzt auch stinklangweilig. Oh, das war's schon mit dem Schwarz. Die Sendung ist vorbei. Das war's mit Klicks. Die Punkte sind leider recht. Das war's mit Klicks. Falls ihr euch fragt, was verflixte Klicks eigentlich noch so bedeutet. Hier ist die Matz. Ich sage, das Video hat durchaus seine 9106 Klicks. 9106 Klicks. 9106. Du sagst 1888. Das Ding ist, du hast halt schon ein paar Mal fast getroffen und ich habe ein bisschen Angst. Aber ich war heute nicht gierig, ich habe heute nicht gegeilt, deswegen hat der Fischkartenfluch auch wirklich. Du warst souverän, du warst. Deswegen kann ich jetzt souverän mir hier die Pünktchen abgreifen, bitteschön. Fischkartenfluch! Yes! Stark, ey. Ich war so gut die ersten Runden. Meine dann Herr. Hast du einfach eine Performance hingelegt, die ich so selten bisher gesehen habe. Du bist vielleicht wieder im Sattel zurück, aber ich bin mittlerweile wieder aufgestiegen. Ich bin besser geworden als du. Davor habe ich sonst immer gewonnen, weil du unter mich gerutscht bist, weil du einfach grottenschlecht warst. Jetzt gewinne ich, weil ich besser geworden bin als du. Und da ist auch noch ein direkter Treffer drin. Los geht's. Ich muss sagen, jetzt kann ich schon fast nicht mehr gewinnen, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich liebe ja diese Videos mit so verrückten Fakten und verrückten Trivia und so Partywissen. So, das mag ich ja immer gern, so unnützes Wissen oder so. Das schaue ich mir immer gern an. Das kann man sich immer reinziehen. Was soll das jetzt? 2 Minuten 22 ist eine was knackige soll Länge. Ist eine knackige Länge. Florentin, was soll das? Wir haben gesagt, dass wir solche Sachen nicht mehr on camera besprechen. Amazing facts that will blow your mind. Paint. During a Mars winter, almost 20% of all the air freezes. The human brain is more active during sleep than during the day. The right blonde takes in more laughs than the off bar. NASA uses the movie Armageddon as part of this training program. Das ist Bullshit. Das glaubt doch kein Mensch, glaubt doch so ein Schwachsinn. Als ob die Physiker, die zur NASA gehen, sagen, jetzt schaut euch den Film an mit, wie heißt der Darsteller? Aber du bist aber eine Popkulturmaschine geworden. Seht ihr? Wirklich, du kennst dich so gut aus. Ich bin Aquaman.
Okay, um was geht's? Ist Quatsch oder ist geil? Also ich, es hat einen gewissen In-Your-Face-Stil. Ja, einfach weil du die E-Gitarre hörst. Stell dir das gleiche Video jetzt mit klassischer Musik vor. Fände ich tatsächlich erwartbar besser, glaube ich. Ja. Das ist mir zu In-Your-Face. Sag mal, ist es nicht... Geht es nicht in eine ähnliche Richtung wie dieses Wahrscheinlichkeit daran zu sterben Video und so? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, der Stil. Also es ist auf jeden Fall ein recht bekanntes Video in der Rocket Beans Community, denn das ist das Undercover-Video. Ich glaube, man kann diese Art von Video Textvideos nennen. Kein Fall. Das sind Videos, die eigentlich, das ist eigentlich ein BuzzFeed-Artikel, den jemand genommen hat und dann ein Video daraus gemacht hat. Und eigentlich ist das Text, nur Text. Text vor. Und du willst ausschlachten und willst quasi noch ein paar Klicks dann auf YouTube zusätzlich generieren, neben dem Blogpost, sagst du. Also, was mich ärgert, ist, dass ich echt nicht begreife, dass diese Undercover-Videos meist in der ersten Hälfte rankommen. Und dann renne ich da hinterher und versuche noch bei irgendeinem Video zu sagen, es sei Undercover. Sorry für das kleine Meta-Gespräch. Am liebsten mag ich diesen Fun-Fact: The World. Ist vegan? Okay. The world is vegan. The world. Ach, wenn man die Erde essen würde, würde es als vegan gelten, oder was? Okay. Who are lying to you tend to look up and to the left. Ja, das weiß ich. There left. Da hat jemand einen Fehler gemacht. Fingernails grow fastest. Mars, on Mars. The hand you favor. Okay. Auch am Ringfinger am schnellsten, habe ich gelesen. Ringfinger wächst besonders schnell. Interessiert dich alles nicht. Ich dachte, du stehst auf unnützes Wissen. Das ist mir nicht unnütz genug, das ist nützlich. Weil da weiß ich, wenn ich jemanden umbringen will, brauche ich nur meinen Ringfinger dem hier hinten an die Lunge drücken und dann langsam wächst einfach mein Fingernagel durch deinen Körper durch. Weil das ist nämlich, damit kannst du ein ganzes Auto hochheben, mit der Kraft, mit der Dinge wachsen. Man muss lange warten, ne? Ja. Dann mache ich jetzt mal den 5 Punkte. Stop Motion! 5 Punkte Herzexplosionstechnik. Ah! Dauert ein bisschen, bis es einsetzt. Ich bin so ein popkulturelles Ass, einfach. Wie kann Aquaman sich so gut mit Filmen auskennen? Ich sterbe. Ich sage, wow. Das letzte Video ist es. Das heißt, es muss genau fetzen. Ich muss genau treffen. Und ich glaube, nochmal fetzen, bitte? Wenn es jemand ernsthaft macht, ist es doch ein Mensch, den du nicht leiden kannst. Aber den man echt wirklich am liebsten ermorden würde. Nein, ich bin sehr tolerant gegen. Wollen wir mal jemanden ermorden? Ja! Ich sag, das Ding hat 6 Klicks. Mark Lehmann, oder? Nee, den nicht. Nee, okay, dann nicht. 6 Klicks. War jetzt nur eine erste Idee. Wie viel? 6. 6 Klicks. Nein, das hat. Ist die Ente wieder runtergefallen? Ich würde ja gerne nochmal direkt treffen, deswegen muss ich mir Mühe geben, gegen zu lassen. Die Pause sind ja schon lange. Immer wenn ich eine Kappe trage, fange ich an, so zu zucken, weil das ab und zu mal so juckt. Es tut mir leid. 1999. Wie viel? 1999. 1999. Nee, das machen wir jetzt. 1999. Ich hab dein Kind bei der Theatervorstellung. 1999. Gönnt die 9 Minuten, ich gönn sie dir nicht. 1999. Ich bin ein strengerer Regisseur. Ich sag 6, der sagt 1999. Ich bin schon relativ verzweifelt, ihr seht's. Aber hier kommt die Lösung: 6 Klicks. Hat nochmal zugeschlagen, gute Sache. Jetzt würde mich natürlich vor allem interessieren, welches Video war das Undercover-Video? Ihr wisst es, ein Video ist immer eingeschickt. Skip mal durch. Lars-Erik Pausen hat sich. Ja, für das ist ja Quatsch. Entschieden für das Fun-Fact-Video. Ministry of Facts. Mit 44 Klicks. Faktenministerium finde ich gut. Ansonsten haben wir noch die Westworld-Oma. Dann haben wir an Bananen-Unpacking, finde ich eine gute Idee. Nee. Das gute Shampoo aus dem Friseursalon. Nee, hatte zu viel Klicks. Harry Potter Teil 10, die Marionettennummer. Schwierig. Ja, ich bin echt gespannt, was es sein wird. Mein Tipp war die skandinavische Kaffeemaschine. Ja. Wir schauen mal nach, wer es tatsächlich heute geworden ist. Bitteschön. Es ist die Kaffeemaschine! Yes! Oh Gott, nein. Gut. Yes, Lisa! Lisa! Lisa, du bist es! Shoutout an wen?
Komm, müssen wir nochmal zeigen. Wahrscheinlich einen blöden Waller. Yes! Ach Gott, bin ich gut. Ich bin so gut, ey. Überlistet mich nicht. Ich kenne dich doch, Lisa. Ich habe deine Hand erkannt. Aber stark. Lisa, wie hast du denn 450 Klicks auf das Video bekommen? Ja, gute Frage, ne? An den Waller! Ach, weg mit dem. Der ist... Ach, ja, danke, also ich freue mich, dass überhaupt noch mal jemand an mich denkt, weil also in der Sendung, da kam ich das ja gar nicht vor. Also das hat man eigentlich anders abgemacht, was ich gesagt habe, dass ich ja so ein bisschen dabei bin. Aber danke an die Lisa und liebe Grüße zurück nach Skandinavien oder wo auch immer du wohnst. Tolles Video, hat mir gut gefallen. Niemand hat mit dir ausgemacht, dass du dabei bist, Walla. Komm, geh wieder schwimmen. Geh wieder in deinen Teich zurück, wo du hier warst. Besser ist es. So, vielen, vielen Dank, Leute. Nee, wir müssen noch ganz kurz auf die Punkte gucken. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, denn vielen Dank an Lisa. Nee, lasst mal ein Like da und wir brechen jetzt hiermit ab. Und dann habe ich insgesamt 10. Ne? Lars-Erik Paulsen hat davon genau die Hälfte und ich glaube, damit ist das Urteil auch gesprochen. Dankeschön, wir können das abkürzen. Ich nehme den Punkt an. Ich nehme ihn an. Yes, Leute, ich habe aber wieder gewonnen. Ich habe aber wieder gewonnen. Gegen den Larsen. Gegen den fucking Larsen. Ich habe aber wieder gewonnen. Schön. Na komm, es ist ein schöner Comeback. Die nächsten 5 Folgen wieder. Schönen Punkte an mich. Das war ein kleiner Ausrutscher, dass Erik Paulsen jetzt mal ein paar Runden gewonnen hat. Jetzt komme ich zurück. 2022 ist mein Jahr. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Sendung hier auf Rocket Beans TV. Falls ihr möchtet, könnt ihr auch auf einen der Twitch-Kanäle umsteigen. Ansonsten habt einen schönen Abend. Macht's gut. Haut rein. Viel Spaß bei anderen Folgen. Lars-Erik Paulsen hat das letzte Wort. Lasst sehr gerne eine positive Bewertung da und schreibt mal eine kleine Runde Rest in Peace in die Kommentare. Denn das war's mit der Ente. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lauf.